traurig war, das ist der einzige Kritikpunkt meiner Seite ist, dass wir nach dem 1-1 nicht auf dieses 2-1 unbedingt gedrängt haben. Haben wir am Freitag auf jeden Fall die Hoffnung, dass Borgmann zurückkehrt. Er hat zumindest gestern trainiert. Jetzt hat aber wieder Phil Hallbauer ein bisschen Probleme. Hoffmann wird auf jeden Fall ausfallen. Wir würden gerne offensiv nachlegen, wenn möglich einen zentralen Stürmer. Wollen wir noch mal ganz kurz über das letzte Spiel reden und die unsäglich vielen Chancen. Wie kann man so etwas abstellen, dass man ein bisschen treffsicherer wird? Ja, erstmal weiterhin unterstützen, weiterhin in den Themen arbeiten, Abläufe verbessern und dann unterstützen. Ich denke, dass die Art, speziell in der ersten Halbzeit, die war in Ordnung. Das haben wir dann auch gezeigt, aber wir können uns in der Positionierung noch ein Stück verbessern. Aber das sind dann jährlich die gleichen Abläufe bzw. gleichen Probleme. Neue Spieler, neue Situation, neue Erwartungen. Also da kommt ja das ganze Paket zusammen. Dennoch sollte der Anspruch sein, wenn man so spielerisch überzeugen kann wie in der ersten Halbzeit, dass man dann mit einem Sieg rausgeht. Was ein bisschen traurig war, das ist der einzige Kritikpunkt meiner Seite, ist, dass wir nach dem 1-1 nicht auf dieses 2-1 unbedingt gedrängt haben. Ich hatte das Gefühl, dass wir dann bloß kein Gegentor mehr bekommen. Davon müssen wir einfach weg oder sollten wir einfach wegkommen. Ansonsten haben wir das, versuchen wir in diesen Abläufen dann in der Trainingswoche, diese Torchancen, die wir dann kreieren, dass wir, sagen wir nochmal, mit mehr Spielern noch in der Box kommen. Umso mehr Spieler in der gegnerischen Box, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch mehr Sicherheit daraus entsteht, um Tore zu erzielen. Auf der anderen Seite mehr Chancen zu erspielen in einer Halbzeit, in unsere Situation. Ich glaube, natürlich ist immer mehr möglich, ist aber auch viel weniger machbar. Nehmen wir das jetzt mit. Das ist schade, weil wir dann nach dem Paderborn-Spiel 3 Siege in Folge gehabt hätten, in nicht einfachen Situationen. Das gibt natürlich noch mehr Stabilität, das würde natürlich noch mehr Überzeugung geben. Nichtsdestotrotz haben wir am Freitag eine Aufgabe zu erledigen, wo wir 3 Punkte brauchen. Wieder mit einer Mannschaft, die auf einigen Positionen nicht ideal besetzt ist. Die Sorge war vor dem letzten Spiel ja auch schon groß und ich fand aber, dass es die, die dann gespielt haben, außerordentlich gut gemacht haben. Man hat nicht gemerkt, dass das irgendwie eine zweite Reihe ist, die da mitgespielt hat. Also wir sprechen ja so nie von der zweiten Reihe, wir sprechen immer von einem Kader, wo wir gerne auch den Kader auch dann mitnehmen und auch den Kader bedienen möchten. Wir haben nur darauf hingewiesen, dass das ein oder andere an Problemen gab in dem letzten Spiel. Und wenn man dann in ein Spiel reinkommt, kann es am Anfang vielleicht mal Schwierigkeiten geben. Ich glaube, damit hängt auch das erste Tor ein Stück mit zusammen, weil wir haben normalerweise den ersten Pfosten anders besetzt. Aufgrund dessen, dass aber der Spieler nicht da war, hat das ein anderer Spieler besetzt. Der weiß das auch, aber trotzdem ist das vom Timing her nicht immer so, und so wird es am Freitag auch sein. Das ist auch kein Jammern, das ist einfach nur eine Erklärung, wenn dann Position verändert. Deswegen stellen wir auch mal den Kader so zusammen, oder wir stellen den Kader so zusammen, damit Spieler auch auf anderen Positionen spielen können. Nochmal, wir können uns nicht 25, 30 Spieler wie andere Mannschaften können wir uns nicht leisten. Wir haben einen anderen Kostenfaktor insgesamt in dem Club, und deswegen ist es wichtig, Spieler, die variabel sind. Dennoch brauchst du dann vielleicht mal am Anfang. Das war beim letzten Spiel nicht so. Jetzt haben wir am Freitag auf jeden Fall die Hoffnung, dass Borgmann zurückkehrt. Er hat zumindest gestern trainiert. Jetzt hat aber wieder Phil Hallbauer ein bisschen Probleme. Hoffmann wird auf jeden Fall ausfallen auf unbestimmte Zeit. Ich kann jetzt nicht sagen 4 Wochen, ich kann nicht sagen 6 Wochen, 8 Wochen. Fakt ist, der fällt aus mit Problemen am Knie. Dennoch, Hillebrand ist da. Es gibt gewisse Anker. Wichtig ist, dass die neuen Spieler, so wie jetzt Hallbauer und auch andere, dass die sich weiterentwickeln, stabilisieren. Und dann, denke ich, haben wir gezeigt, dass wir dann auch konkurrenzfähig sind. Gegen eine Mannschaft, die nicht ganz so gut dasteht im Moment. Chemnitz hat es nur in Anführungsstrichen zum Unentschieden gereicht. Jetzt kommt der nächste Gegner aus der unteren Region dieser Tabelle. Ihr reist am Freitagabend zu BHK Berlin, eine Mannschaft, die schon bessere Zeiten erlebt hat. Macht das die Sache einfacher? Ja, was heißt einfacher oder schwieriger? Wichtig ist, dass wir bei uns bleiben, und es kann nur ein Ziel geben, 3 Punkte. Wir hatten aus dem letzten Spiel die 2 Punkte fest eingeplant, 10
hatten im Vorfeld auch ein bisschen mehr, so mit, auch mit so 13 kalkuliert. Jetzt sind wir in unseren eigenen Erwartungen 5 Punkte hinterher und die gilt es ja dann irgendwann in der, von Spiel zu Spiel aufzuholen. Du brauchst auf jeden Fall irgendwann, wenn du ganz oben angreifen möchtest, das ist das Ziel, brauchst du einen Zweierschnitt. Nochmal, wir können da hinkommen. Dafür brauchen wir aber jetzt diese Konstanz, die Überzeugung, die Stabilität und vor allen Dingen aber auch diese Wucht, diese Spiele zu gewinnen. BHK, die haben komplett alles verändert, haben einen riesen Umbruch, riesen Veränderung. Hat sehr lange gedauert, um Spieler dann dazu zu bekommen. Dennoch sieht man in den letzten 2, 3 Spielen, dass es stabilisierter wird, dass es eine klare Vorstellung gibt. Versuchen, das mit schnellen Umschaltspiel erfolgreich zu sein. Wichtig wird für uns eine gute Restverteidigung und vor allen Dingen das Gegenpressing. Ich denke, das Gegenpressing in dem letzten Spiel in der ersten Halbzeit war vorzüglich. Nur das möchte ich jetzt über einen längeren Zeitraum und vor allen Dingen möchte ich, dass dann aus diesem Gegenpressing und diesen vielen Chancen auch ein erfolgreiches Spiel wird. Punktspiel jetzt. Der Blick geht schon leicht voraus. Seit dem Wochenende steht fest, gegen wen Energie auf der ersten oder in der ersten Pokalrunde trifft, Babelsberg. Und da gibt es schon wieder das Theater, wo spielen, da geht's nicht, hier wollen wir nicht und so weiter. Wie sehr belastet das denn Energie oder sagt man, egal wo, wir müssen in die nächste Runde? Also wir haben ja einmal das Thema Freitag und dann haben wir das Thema Landespokal. Landespokal, wenn du den verteidigen möchtest, wir haben ihn zweimal hintereinander geholt und das ist ja auch das Ziel, dann nimmst du jede Runde, so wie sie kommt, erstmal auf das Los hast du keinen Einfluss und dann auch nicht auf diese Situation mit Fortuna Babelsberg. Was ich mir nicht wünsche, ist, dass wir da sonntags spielen. Dieser Regelspieltag ist ein Samstag. Es kann nicht sein, dass Energie Cottbus immer verlegt wird, immer verlegt wird, immer verlegt wird und immer zu Zeitpunkten, wo es uns auch ein bisschen beeinträchtigt in der Woche. Wir brauchen mal eine stabile Woche, jetzt zum Beispiel auch von letzten Samstag auf Freitag. Die Spieler brauchen auch ein bisschen frei, die brauchen auch ein bisschen Regeneration, weil wir in Details haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Jetzt warten wir mal ab, wann das Spiel stattfindet und vor allen Dingen ganz wichtig ist, A, erstmal erfolgreich sein, B, keine Unruhe zu haben, um uns weiter zu stabilisieren und weiter zu entwickeln. Wir reden am Mittwochvormittag hier beim üblichen Vorschaugespräch und wir haben heute den 30. August. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Ja, Freitag 18 Uhr endet zumindest für Spieler, die unter Vertrag stehen. Ist natürlich klar, dass diese Woche die Telefone noch mehr glühen als sonst. Ich kann jetzt nur wiederholen, was auch gestern Abend nochmal mit dem Präsidium besprochen worden ist. Das, was wir verantworten können, machen wir. Das, was wir nicht verantworten können, werden wir nicht machen. Ich glaube, das ist auch verantwortungslos. Wir würden gerne offensiv nachlegen, wenn möglich, einen zentralen Stürmer. Das heißt nicht, dass die Stürmer, ich bleibe nochmal dabei, natürlich wirst du als Stürmer mit an Toren gemessen. Dennoch haben wir in den letzten Wochen gezeigt, dass unsere Stürmer zumindest wieder 100%ige Torchancen erspielt werden. Jetzt gilt es, sie über die Linie zu drücken. Dabei gilt es aber auch, diese Spieler zu unterstützen. Dabei gilt es auch, diese Spieler zu vertrauen und nicht immer nach einem, nicht den Erfolg gleich wieder was nach neuen schreien. Dennoch, wenn wir was Passendes bekommen bzw. uns einigen können, werden wir bis Freitagabend 18 Uhr was machen. Gibt es Hoffnung? Ich rede nicht, Hoffnung ist so ein, ja, ich weiß nicht, ob das ein positives oder eher ein negatives Wort ist. Es gibt Überzeugung, dass wir bis Freitagabend was hinbekommen. Und wenn nicht, dann ist es auch so, bleibe ich dabei, wenn alle gesund sind, sind wir mehr als ordentlich aufgestellt.